So, ich sitze jetzt hier mit Hell in the Skies aus Eberswalde. Eberswalde. Hat das irgendwas mit Sümpfen zu tun? Ja, es gibt Sümpfe in Eberswalde, definitiv, ja. Und deswegen spielt ihr Swamp Metal? Deswegen spielen wir Swamp Metal, ja. Okay, stellt euch mal kurz vor, wie ihr heißt und was ihr spielt. Ich bin der Fausti, a.k.a. Nikolas ist mein richtiger Name, ne? A.k.a. Asmodai, Sänger von Hell in the Skies. Ich bin Gami, ich bin der Basser von Hell in the Skies. Solas und ich spiele Gitarre. Zweite Gitarre namens Barker. Ball an den Drums. Habt ihr euch so Pseudonyme gegeben, ja? Ja, ist ja sonst so üblich im Black Metal, aber das höre ich bei euch nicht so. Ja, ist korrekt. Wir wollten eigentlich, also wir haben gestartet mit so einem Konzeptalbum, glaube ich, und dadurch ist es entstanden. Aber ja, ist eigentlich auch nicht ganz relevant. Okay. Wann habt ihr euch gegründet? Wir haben uns 2017 gegründet, war ursprünglich eigentlich ein Studioprojekt von unserem Gitarristen Lars. Ja, a.k.a. Solas, ne? Ja, da haben wir uns gegründet und war ein Studioprojekt. Er hat gesagt, er hatte Bock mal einzusingen. Dann habe ich eingesungen und dann haben wir uns Musiker gesucht und dann haben wir das live irgendwann auf der Bühne so gemacht, so wie es jetzt ist. Ja, seit wann war das? 2017. Ja, und ja. Ihr habt jetzt die EP Nummer 2 heißt die einfach nur, ne? Oder 2? Genau, 2. Genau, 2 ist jetzt unsere EP. 2, ja. Kannst du sagen. Ja, die erste Platte kam 2018 raus, bin ich da richtig, ja? Ich glaube 2018. Und dann haben wir jetzt 2024 die zweite Platte rausgebracht, ja. Okay, wie ist euer musikalischer Hintergrund? Spielt ihr schon lange? Also ich meine, es ist ja ziemlich professionell, was ihr macht. Ja, musikalischer Hintergrund. Ich glaube, ich mache schon seit 2003 Musik, würde ich jetzt sagen, mit meinem Bruder zusammen. Das ist mein Bruder übrigens. Und ja, wir machen alle schon ewig Musik zusammen. Mit Lars habe ich später in einer anderen Band gespielt, mit meinem Bruder auch denn. Und ja, seit 2003, glaube ich, bis jetzt. Eberswalde liegt ja noch östlich Berlin, ne? Genau, genau. Wie ist das dann mit der Metal-Szene? Ist das da fest verwurzelt oder ist man da so ein Einzeltäter? Ein Einzeltäter nicht. Also es gibt schon einige Musiker und es gibt eine kleine Community auf jeden Fall, aber die war schon mal größer, würde ich sagen. Also die ist ein bisschen geschrumpft. Könnte wieder größer werden. Das hört man aber überall. Ja, 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 ja. Leider, schade. Genau, und also Swamp Metal nennt ihr das ja, ne? Swamp. Aber das liegt nur daran, dass es da Sümpfe gibt, oder ist das... Ja, das kommt eigentlich der Hintergrund ist eigentlich, dass es so ein bisschen Southern Rock, Metal, was auch immer ist, ne? Und kommt ja eigentlich eher aus den Südstaaten. Und wir wollen uns jetzt nicht mit den Südstaaten identifizieren, von daher wollten wir unser eigenes Ding machen, weil wir auch Sümpfe haben, einen ähnlichen Sound, haben wir gedacht so, ja cool, Eberswalde passt, wir sind Swamp Metal. Ich muss auch direkt an die Südstaaten denken, ja. Dabei muss ich es auch sagen. Aber ihr habt ja verschiedene Einflüsse, ne? Die habt ihr auch beschrieben bei euch im Stil, ne? Was fließt bei euch ein? Ah, Pantera, Black Sabbath, Deep Purple, Armored Saint, so viele Sachen. Ich glaube, es gibt ja auch so kleine Bereiche, so manch einer hört Death Metal, manch einer hört Black Metal, so ein bisschen. Also ich glaube, wir verbinden alles, ein bisschen. Das finde ich echt interessant, dass du jetzt Armored Saint sagst, weil ich habe zuerst an John Bush gedacht, als die erste Gesangslinie, ich habe gedacht so, wow. Ja. Weil ich habe früher viel, als ich angefangen habe, Thrash Metal zu hören mit Anthrax und so, da war John Bush gerade da am Mikrofon und ich musste direkt daran denken. Das ist ja eigentlich ziemlich, habe ich gut gehört, muss ich sagen. Ja, sehr gut auf jeden Fall. Also ich mag den auch sehr, also auch gerade seinen Gesangsstil. Aber eigentlich komme ich eher so aus der Anselmo-Richtung zum Beispiel jetzt, weißt du, als Sänger so. Ja, das ist eigentlich alles, was dazu. Aber auch Ozzy Osbourne, habe ich gehört einmal. Ja, ja, sagen auch manche, weil einen leichten Black Sabbath-Einfluss hat so. Ja, also mein Papa hat mich, glaube ich, schon sehr infiziert mit Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ja. Wer ist so die Kreativabteilung? Was schreibt ihr alle zusammen oder gibt es hier Leute, die herausragende Arbeit leisten? Da kannst du mal die Gitarristen fragen. Ja, prinzipiell genau. Wie Fausti gesagt hat, hat im Prinzip so gestartet. Ich hatte ein paar Songs geschrieben. Mittlerweile arbeiten wir alle zusammen dran. Ne? Jeder bringt mal einen Riff mit oder eine Idee, einen Text. Ja, irgendwie ist es auf jeden Fall zusammengewurstelt mittlerweile. Also ich würde mich jetzt nicht als der alleinige Schreiber mehr bezeichnen. Ja, ja, ja.
Okay, gewurschtelt habe ich aber nicht gehört. Auf jeden Fall. Also, wie lange arbeitet ihr an so einer Platte? Ich meine, das sind ja 6 Songs, aber die sind ja ziemlich komplex. Also das ist ja nicht einfach nur hingeschreddert, sondern da steckt ja schon, denke ich, eine Menge Arbeit drin. Wie lange habt ihr in dieser aktuellen EP, wie lange habt ihr gearbeitet dran? Ah, ist schwierig, weil das Problem ist, wir haben, glaube ich, 3 Songs haben wir gesammelt über die Jahre vom Live-Spielen her, einfach ein neuer Song entstanden. Und dann haben wir irgendwann gedacht, so, ey, lass mal eine EP nochmal aufnehmen. Ja, cool. Und dann mussten noch mal Songs her. Und von daher haben wir gedacht, ey, lass mal jetzt noch schnell Songs schreiben, die irgendwie darauf passen. Aber das sind eigentlich so ein bisschen gesammelte Werke plus, wir wollen jetzt eine Platte rausbringen. Achso, also man hat was und dann der Rest kommt dann, weil man muss. Genau, ist jetzt nicht so ein Konzept gewesen oder irgendwie sowas, dass wir gedacht haben, so, das muss genau so klingen, so klingen. Ein bisschen gesammelt und ein bisschen so gemacht, dass es so klingen soll. Ne? Wie seid ihr hier darauf aufmerksam geworden, auf dieses Festival? Eine Kumpelband hat von uns hat schon mal hier gespielt, Gorlem. Ja, okay. Die haben hier gespielt und ich war mal auf dem Reload Festival, kennst du das Reload Festival? Ja. Und da haben wir Kumpels kennengelernt, hier, die kommen hier aus der Nähe. Ich weiß nicht, wie heißt der Ort, weißt du das? Ist egal. Auf jeden Fall ein paar Kilometer von hier entfernt, 10 Kilometer entfernt wahrscheinlich oder so, die kommen von hier. Die haben wir auf dem Reload Festival kennengelernt und die haben gesagt, ey, wir sollen mal unbedingt auf dem Seedorf Open Air spielen und haben uns beworben und jetzt sind wir hier. Okay, wie sind eure Erwartungen gewesen und hat sich das bestätigt? Unsere Erwartungen sind, ja, wie sind unsere Erwartungen? Das ist eine schwierige Frage, ne? Das Festival. Wir haben einfach nur Bock, weißt du? Wir haben Bock, was hier so passiert nachher, später. Ich hoffe, wir werden abreißen und ich hoffe, die Leute haben auch Bock drauf, ne? Wetter ist hier eben, ist geil, wie Sau. Schöne Frage. Man muss halt aufpassen, wegen Bier, ne? Weil knallt ganz schön dolle. Auf jeden Fall müssen wir hier nach erstmal nochmal Mittagsschlaf halten, glaube ich. Ja, nee, also unsere Erwartungen sind hoch, wir haben Bock und wir hoffen, dass die Leute auch Bock haben. Kann man das, die Gegend, wo ihr herkommt, ist das auch eher so ländlich oder? Na, ist eine Kleinstadt. Hat halt viel Wald. So ist so die Mischung, glaube ich, eigentlich die perfekte Mischung aus Stadt und ein bisschen dörflich, würde ich sagen. Ja. Weil du hast überall schöne Seen, wo man Bahn gehen kann. Weißt du, was Berliner zum Beispiel weniger haben, würde ich jetzt so sagen, ohne jetzt irgendwelche Berliner jetzt wegzudissen hier. Also fehlt euch hier kein urbaner Rummel oder so. Nö. Okay. Ja, schönen Dank fürs Interview. Ja, danke. Freue mich auf euren Auftritt. Ja, danke. Und dann sehen wir uns. Ich sehe euch auf der Bühne, ihr nehmt mich vor der Bühne oder auch nicht. Ja, gut. Bis dann. Ja. So.